Der Begriff Bildung wird heute vielerorts mit Lernen oder Qualifikation gleichgesetzt und als Slogan verwendet, der für die Lösung aller möglichen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme herhalten muss. Dies erschwert die Einigung auf ein gemeinsames Verständnis von Bildung und Weiterbildung. Es würde den Rahmen dieses Referats sprengen, hier eine umfassende bildungstheoretische Klärung des Bildungsbegriffs vorzunehmen. So viel sei aber gesagt. Nach meinem humanistisch geprägten Verständnis bedeutet Bildung und damit auch Weiterbildung mehr als Lernen. Oder anders ausgedrückt, für mich ist nicht jedes Lernen per se bildend. Bildung bedeutet aber auch mehr als Qualifikation. Denn Bildungsprozesse fokussieren mehr als nur die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und folgen nicht einem reinen Verwertungsinteresse. In ihrem Zielbezug bedeutet Bildung in einem humanistisch ganzheitlichen Sinne immer auch Persönlichkeitsformung. Dies manifestiert sich in der Befähigung des Individuums zu Selbst- und Mitbestimmung sowie Verantwortungsübernahme. Eine so verstandene Persönlichkeitsbildung, die mehr als Lernen und mehr als Qualifikation meint, bedeutet immer auch Selbstbildung. Der Mensch wird nicht gebildet, sondern er bildet sich selbst. Bildung als Selbstbildung wird im individuellen und gemeinschaftlichen Erschließen von elementaren Inhalten der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Realität erworben. Diese Aussage bringt zum Ausdruck, dass es keine Bildung ohne Inhalte gibt. Lernen und Bildung setzen ein Etwas immer voraus. Die Forderung nach dem reinen Lernen des Lernens erscheint vor diesem Hintergrund ebenso absurd wie jene Lehrenden, die lernen, wie man lehrt, lebenslang zu lernen. Von zentraler Bedeutung für ein bildendes Lehren und Lernen sind auch die Verstehens- und Vernetzungsdimensionen. Gute Weiterbildung betont das analytische und reflexive Verstehen von komplexen Zusammenhängen und zielt damit auf Erkenntnis. Es ist auf das Zusammenfügen vieler Elemente zu einem kohärenten Ganzen im Sinne des systemischen Denkens gerichtet. Ein Individuum wird aber nur dann in der Lage sein, die Kultur und Gesellschaft, die Berufswelt und die Wirtschaft als Ganzes zu verstehen, selbstständig und kritisch zu beurteilen und mitzugestalten, wenn es über die Fähigkeit zum Transferieren verfügt. Auch Transferorientierung ist deshalb ein wesentliches Element guter Weiterbildung. Unter Transfer verstehe ich die Übertragung von erworbenen Inhalten und Fähigkeiten auf neuartige Situationen. Transferieren ist dabei nicht mit dem Abrufen und Weitergeben von erworbenen Strukturen im Sinne einer Reproduktion gleichzusetzen, sondern erfordert für den neuartigen Kontext die Rekonstruktion des erworbenen Wissens. Transferorientierung meint somit etwas anderes als Praxisorientierung. Getreu dem Motto Wissen schafft Praxis geht es bei der Transferorientierung um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis und um die kritische, wissenschaftsbasierte Reflexion und Weiterentwicklung von Praxis, um weit mehr also als das bloße Erleben, Dokumentieren oder Erlernen von Best Practice. Die Suche nach einer Weiterbildung, meine Damen und Herren, bei der es um mehr als Lernen und Qualifizierung gehen soll, sollte sich an diesen fünf Kriterien erster Ordnung orientieren. Ich empfehle deshalb folgende Fragen an die Anbieter von Weiterbildungen zu adressieren. Erstens, welches Bildungsverständnis und welche Bildungsziele sind für die Weiterbildungsinstitution und ihre Bildungsgänge leitend? Konkret, verfügt die Weiterbildungsinstitution über ein andragogisches Leitbild mit klaren Aussagen zu den Bildungszielen? Und wird das Leitbild auch gelebt oder ist vom Leitbild nur an Verkaufsveranstaltungen und am Sonntag die Rede? Zweitens,
Wie und in welcher Form trägt die Weiterbildung nebst der Qualifizierung auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei? Konkret, wo und wie müssen die Studierenden im Bildungsgang sich, ihr eigenes Denken und Handeln sowie das Umfeld, in dem sie agieren, wissensbasiert und kritisch reflektieren und weiterentwickeln? Und welche Bedeutung kommt im Bildungsgang allgemeinbildenden Inhalten zu? Drittens, welche elementaren Bildungsinhalte werden im Studiengang behandelt? Welche relevanten wissenschaftlichen Theorien, Konzepte oder Modelle, welche Grundstrukturen und Gesamtzusammenhänge werden gelernt? Viertens, welches Verständnis von Lehren und Lernen prägt die Institution bzw. den Bildungsgang? Wird von den Studierenden die aktive Beteiligung an den Lehr-Lernprozessen eingefordert? Ist eine intensive, direkte Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden vorgesehen? Und verfügen die Studierenden über genügend Freiräume, um ihre Verantwortung im Lehr-Lerngeschehen wahrnehmen zu können? Und schließlich fünftens, wie wird im Bildungsgang dem systemischen Denken und der Transferorientierung Rechnung getragen? Müssen die Studierenden im Studiengang zum Beispiel an Echtprojekten lernen? Oder inwieweit werden Problemstellungen, welche die Teilnehmenden aus ihrer Praxis einbringen, vor dem Hintergrund des gelernten Wissens systemisch reflektiert und bearbeitet? Persönlichkeitsbildung als Ziel, elementare Bildungsinhalte, systemisches Denken und kritische Reflexion, Transferorientierung, Interaktion, Constructive Alignment, Assurance of Learning, kompetente Dozierende, flexible Studiengänge, professionelle Beratungsangebote oder Investitionen in Forschung und Innovation. All das sind wichtige und notwendige Bausteine guter Weiterbildung. Aber sie sind kein Garant dafür, dass Weiterbildung gelingt und zu einer lohnenden Investition in die Zukunft wird. Mindestens so wichtig ist das, was Weiterbildungsteilnehmende Intus haben, ihre inneren Ressourcen, ihr Wissen, ihr Können und insbesondere ihr Wollen, ihre Haltung, Neugier, Motivation und Ausdauer, ihre Einstellung, das eigene Wissen und Können sowie das Umfeld, in dem sie tätig sind, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Kurzum, ihre Einstellung, stets noch mehr wissen zu wollen und noch besser können zu wollen, was sie können. Gute Weiterbildung kann zu einer solchen Haltung anregen, sie fördern, aber nicht erzwingen. Die Person bilden und formen kann, wie bereits erwähnt, nur die Person selbst.